Sonntagabend, 19 Uhr. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer ökumenischen Andacht. Besonderes Gebet in besonderen Zeiten, wie Sie schon fast von uns gewohnt sind. Sind auch heute wieder dabei Pfarrer Winfried Stahl von der evangelischen Gemeinde und ich, Herbert Gugler, von der katholischen Kirche. Heute sind wir in einer katholischen Kirche in der Sebastian-Kapelle. Der heilige Sebastian, der wird als Fürsprecher von den Katholiken angerufen, gerade in schweren Krankheiten. Und darum haben wir uns gedacht, der heilige Sebastian und seine Kirche hier in Aichach wäre ein guter Ort, um zu beten, gerade auch angesichts der schwierigen gesundheitlichen Lage weltweit und hier auch vor Ort. Wir wollen gemeinsam singen und beten mit Ihnen zu Hause und tun dies im Zeichen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen miteinander das Lied, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Das ist im katholischen Gesangsbuch die Nummer 543. 543. Lasset uns beten. Guter Gott, wir haben uns hier versammelt, um zu beten für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt Aichach, für alle, die mit uns hier via Internet beten. Wir wollen bitten in dieser schwierigen Zeit um Kraft, Geduld und Stärke. Wir wollen beten um Schutz, wir beten um Heilung, wir beten um Zuversicht. Wir wissen, dass du, guter Gott, uns führst und leitest mit deiner Gerechtigkeit. Du führst uns auf den Weg des Lebens. Du führst uns aus dem Dunkel in das Licht. Dafür danken wir dir, du, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, Sie hören nun eine Predigt zum heiligen Sebastian von einem Evangelischen. Kann das was Gescheites werden? Nun, warum nicht? Sebastian gibt schon was her. Er ist der Patron vieler Berufsgruppen und ist für vieles zuständig und wird von den katholischen Glaubensgeschwistern vor allem auch bei Pest und Seuchen angerufen. Warum wendet man sich gerade an ihn? Weil die Menschen auch früher schon manche Krankheiten als überfallartige lebensgefährliche Zumutungen erlebt haben, so will er als jemand Böses vergiftete Pfeile auf die Menschen abschießen, Pfeile, die dann bei den Opfern unerwartete Schmerzen
und ständige Qualen verursachen. So wie in der Kunst dieser meist hübsche Junge wegen dem schrecklichen Pfeilen, Leiden Sebastian so dargestellt wird, so fühlen sich heute auch viele Menschen getroffen, überrascht, von Wut und Schmerzen überfallen, strapaziert und gequält von löchernden Fragen und stechenden Sorgen. Eine evangelische Predigt über den heiligen Sebastian, geht das? Nun, wenn man etwas ankündigt, ist es doch gut zu sagen, wie man es versteht. Wir Evangelischen verwenden ja auch den Begriff im Glaubensbekenntnis Gemeinschaft der Heiligen und verwenden ihn so, wie es zum Beispiel auch Paulus im Epheserbrief verwendet, der die Heiligen in Ephesus grüßt, die an Jesus Christus glauben. Die glauben und sind heilig, weil ihnen Jesus Christus heilig ist. Sie strahlen im Licht Gottes und sie haben ein Ansehen, weil Gott sie gnädig ansieht. Sie sind das Volk Gottes, bei genauerer Betrachtung natürlich auch unvollkommene Gläubige, denen aber Vorbilder gut tun, umso mehr. Menschen, die besser umgesetzt haben und glaubwürdiger gelebt haben als wir, das, was wichtig ist. Also wir verstehen Heilige als Vorbilder und haben darum mit unseren katholischen Geschwistern viele gemeinsam. St. Martin zum Beispiel, Nikolaus, ohne Heiligsprechung vielleicht auch Dietrich Bonhoeffer, Elisabeth von Thüringen und andere und übrigens auch den heiligen Sebastian. Ich nehme an, dass viele von Ihnen die Legende um diese Person kennen. Sebastian war demnach zur Zeit des Kaisers Diokletian Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof. Die Prätorianergarde war eine Eliteeinheit, so wie GSG 9 oder SEK. Nun ist Kaiser Diokletian nicht nur dafür berühmt, dass er große Reformen in seinem Reich durchgesetzt hat, sondern auch die letzte große Christenverfolgung initiiert hat. Die Christenverfolgungen wurden ja, so würde der Kaiser sagen, ausgelöst durch die Weigerung der Christen, den Kaiser als Halbgott oder Gott anzuerkennen und vor seinem Standbild niederzuknien und ihm zu opfern. So begannen die Verfolgungen schon unter Kaiser Nero, bis 200 Jahre später, bis zu Kaiser Diokletian. Diese allgemeine bedrückende Bedrohungslage wurde für Sebastian auch persönlich gefährlich und war schließlich verhängnisvoll. Sebastian arbeitete undercover. Er verheimlichte am Hof seinen christlichen Glauben, zum Vorteil für viele, denen er im Stillen Unterstützung gewährte. Er unterstützte die Mitchristen, die schon in den Gefängnissen Roms saßen. Das gab es ja in der Kirchengeschichte Gott sei Dank immer wieder, dass die Phalanx der Gegner des Glaubens nicht geschlossen war. Schon Josef von Arimathea und Nikodemus gehörten zum Hohen Rat, aber waren auch Freunde Jesu. Übrigens wie auch der Pastor Pölchau, ein großer, blonder, blauäugiger Pastor, Gefängnispfarrer in Berlin-Tegel, gleichzeitig aber ein eigentlich Widerstandskämpfer, Mitglied des Kreisauer Kreises, der viele seiner Glaubensgenossen auf ihrem letzten Weg begleitete und viel ins Gefängnis hinein und hinaus schmuggelte. Auch Sebastian sprach den verurteilten Märtyrern Mut zu, konnte auch immer wieder andere Menschen zum Glauben gewinnen, auch römische Adlige, und sorgte für die Bestattung der Märtyrer. Aber sein Glaube blieb nicht geheim. Der Kaiser erfuhr es, er tobte, rächte sich, dass einer aus dem innersten Kreis so von seinem Weg abgewichen war. Er statuierte ein Exempel, um zu zeigen, was einem mit denen geschehen würde, die nicht so handelten, wie der Kaiser wollte. Dieser Legende nach ließ Kaiser Diokletian Sebastian an einem Baum binden und durch Elite-Bogenschützen beschießen. Sebastian sollte langsam sterben. Was so allerdings nicht gelang, denn man ließ ihn halbtot liegen und er wurde von einer Witwe wieder zum Leben gepflegt, bis zum tatsächlich dann vollzogenen Märtyrertod. Was ist vorbildlich an Sebastian? Was bringt ihn uns nach? Nun, sein Leiden, das Gefühl aus der Ferne, überraschend angegriffen worden zu sein, das Gefühl, einem übermächtigen,
schnell handelnden Gegner ausgesetzt zu sein, gegen den man sich eigentlich ganz schwer wehren kann, also durch Kontaktsperre. Wobei wir auch, wenn man weiß, dass er auf einen zukommt, ihm doch ausgeliefert ist. Sebastian ist nahe in unserer Not, aber wo war er uns im Leben voraus? Nun, Sebastian war ja, und das muss ja eine riesige Spannung für ihn gewesen sein, einerseits römischer Offizier der Leibgarde des Kaisers und Christ. Und bei römischen Soldaten dürfen wir uns nicht die Bundeswehr vorstellen. Römische Legionäre waren dazu da, den Kaiserkult zu etablieren und zu stabilisieren. Nun zeigt aber die Beobachtung, dass der Beruf den Menschen schon prägt, dass Vorschriften den Charakter des Menschen beeinflussen, dass Menschen auch, wer bist du oder was bist du, mit ihrem Beruf antworten. Es hätte also gut kommen können, dass Sebastian im Laufe der Zeit mehr Soldat des Kaisers als Diener Christi geworden wäre. Es war eine realistische Gefahr, dass das eine das andere überdeckt und auf die Strecke gebracht hätte und dass die Identität des Gardeoffiziers das Selbstverständnis des einsamen Christen erdrückt hätte. Aber bei Sebastian war es anders. Ihn durchdrang der Glaube, wie der Sauerteig das Mehl, von dem Jesus spricht. In ihm wuchs der kleine Same des Evangeliums zur Größe eines Baumes. Und weiter finde ich vorbildlich, dass der, also dem Glauben Gestalt gab, nicht in irgendwelcher Besserwisserei, sondern in großer Fürsorge, in großem Wagnis und Risiko. Das zu verlieren, worauf er bis jetzt sein Leben gebaut hatte. Er wagte etwas für andere Mitmenschen. Sebastian, für mich und für Sie, ein überzeugendes Vorbild im Glauben. Amen. Sebastian Vorbild im Glauben, ein Freund Gottes. Singen wir Nummer 542, ihr Freunde Gottes allzugleich. Ausstieg aus den Einschränkungen bemühen, besonders auch für diejenigen,
deren Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist, auch über die eigenen nationalen Interessen hinaus. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für Pflegerinnen und Pfleger in den Senioreneinrichtungen, für alle, die sich um besonders Schutzbedürftige kümmern und für alle, die nach Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu heilen und alle nachhaltig zu schützen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch beten für die Menschen, die seit Wochen in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ausharren, insbesondere für die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, deren Aufnahme in Europa zugesagt worden ist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch beten für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen setzen auf die Gemeinschaft in unseren Kirchen. Und wir beten für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums auch unter den jetzigen schwierigen Bedingungen zu allen Gläubigen in der ganzen Welt hinaustragen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Und wir wollen beten für alle, die ihre Kranken oder sogar die sterbenden Angehörigen nicht besuchen und begleiten dürfen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen alle Bitten zusammenfassen, indem wir mit den Worten unseres Herrn zum Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir Nummer 548 im katholischen Gesangsbuch für alle Heiligen in der Herrlichkeit. Zeigst du ein Vorbild der Standhaftigkeit,
der Glauben stärke, gerade auch in schwierigen Zeiten. Ein Mann für uns, gerade jetzt auch in diesen schwierigen Tagen. Gib uns die Kraft, die ihn ausgezeichnet hat, seine Standfestigkeit, seine Treue, die ihn geführt und geleitet hat und ihn geführt hat zum Sieg der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Darum bitten wir, du, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt danken wir für Ihr Mitsingen und für Ihr Mitbeten und wir möchten Ihnen den Segen Gottes jetzt abschließend noch mit auf den Weg geben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir schließen mit einem ganz fröhlichen Lied, Halleluja, Halleluja, 483 im katholischen Gotteslob.